Hallo erstmal, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt bei der neuen F1 2015 Online-Season mit den Chaoten hier am Start. Und nur eine ganz kleine Anmerkung, bevor es losgeht. Bei mir gab es bei der Aufnahme zu Beginn etwaige Tonprobleme, die sich aber ab Minute 2:30 behoben haben. Also, wenn ihr jetzt am Anfang denkt, boah, der Ton ist scheiße, das gucke ich mir nicht an, ab Minute 2:30, beziehungsweise dann ab Minute 3 ungefähr, funktioniert der Ton wieder einwandfrei. Und ich hoffe, euch gefällt's und ja, haut rein, bis dann. Los geht's! Willkommen zurück nach einem wunderschönen kleinen technischen Problem. Ja, mein Spiel hat so krass abgestürzt. Ich auch. Achso. Kurz erklärt, Start ist wahrscheinlich im zufälligen Grid, also keine Ahnung. Ja, nicht wahrscheinlich, sondern ist so. Sicher. Heißt, wir sind entweder voll gearscht oder wir sind richtig gut dabei. Wir haben hier scharenweise Zuschauer, es wird einfach... Aber ich habe keine 5 Plätze mehr. Ja, 14. Ich habe den Laden abgeschossen. 19. Woo! Und komm, da kann es mir ja eigentlich nur gut gehen, oder? Ja, natürlich geht's dir gut. Wenn Andi jetzt Erster ist, dann bei. Nee, ich bin 3. Dein ist 8. Ich bin 8. Und Andi ist 3. 8er, das ist ja... Das ist ja super für Ferrari hier, finde ich gut. Ja, ganz toll. Kann man gleich mal so lassen. Ja, der Kameramann braucht keine Jacke. Nee. Dem geht's auch gut. Und es regnet ohne Ende, willst du mich verarschen? Ja, das passt schon, das passt schon, wird super da drin. Total. Rico, wir räumen das Feld von hinten auf, was das Wort ist, ne? Oh, ja. Oh. Großer Preis von Melbourne startet jetzt. Andi, der ich Kommentator übernimmt. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Es startet, es ist Regen und es ist nass und ich bin 3. Oh Gott, ich versuche hier, mich vorsichtig durchzuschwängeln. Hey! Oh Gott, ihr seid... Der dreht mich immer noch! Was mal über... Maldonado! Boah, ist das ein Arschloch! Was ein Arschloch! Nee. Bei mir leckt der Ton richtig krass irgendwie. Das war Maldonado und der hat mich so weggebrochen. Der hat noch nicht mal aufgehört, der hat einfach weitergemacht. Oh Gott, ich kann gar nichts mehr mit dem Auto anfangen, ey. Ja, ich bin hinter dir! Aber was ist hier los? Und davon ist Ericsson! Ja, mein Frontflügel ist weg. Boah, Maldonado, der dumme Schwein! Nein! Hast du mich weggeschubst? Das war zu viel. Das war deine Schuld. Ja, aber ich bin bei mir mega langsam gefahren. Ja, aber trotzdem hast du dich da noch dazwischen gequetscht. Ich war doch einfach vor dir. Wo soll ich hin? Nee, nicht ich. Der Ericsson. Ja, bei mir bin ich den ganz langsam hinten drauf gefahren. Auf einmal drehe ich mich wie so ein Irrer. Boah, ja. Maldonado, ey. So ein dummes Wichskind. Ich war Dritter, ja. Ich hab mich sogar ein bisschen vor Andi gedrängt. Ich war gerade rechts neben Andi. Auf einmal werde ich weggeschoben. Und der hört auf. Der hat mich wirklich eiskalt weitergedrängt. Ja, geil, letzter. Nee, Maldonado ist rausgeflogen, das dumme Stück. Nee, der fällt noch hinter mir. Wow. So much wow. Vor mir ist jemand auf der Strecke geflogen. Question, was hast du gemacht? Ja, denkst du, ich fahre die Schikane? Ich bin einfach Alter, durchs Feld gefahren. Frontflügel weg, gleich gar nichts, ey. Was hast du eigentlich gemacht, dass du so schwul weg warst? Ich bin direkt auf der Startzielgeraden bin ich einfach schon weggerammt worden. Ja, aber in der Kurve nicht. Was macht Ericsson denn da? Boah, der Kerl fährt wie so ein... Von Ericsson wie so übrigens. Ne, wie so eine Flaschen, ey. So, Box. Give me neue Frontflügel. Give me everything neu, ey. Ich kann... Ohne Spaß, das Auto fährt nicht mehr. Kannst du mal so ein Toybox-Auto oder so geben. Selbst Button ist 6 dann, ne, nur so. Boah, ist das behindert gewesen. Boah. So gut am Start weggekommen, ja? Von 8 auf 4 oder sogar 3. Ich war neben Andi auf einmal weg. Einfach weg. Andi, wo blieb dein Kommentar? Hallo. Den hab ich so vermisst. Ja, es regnet voll. Ich muss mich konzentrieren. Wo seid ihr gerade auf der Strecke? Was ist denn los mit euch? Ach, na. Ja, aber du hast gerade irgendwie bei mir einen Ausflug in die Walachei gemacht. Seid ey, die haben ja meine fucking Reifen wegen Alonso. Wenn sich dein Auto nicht nach Höchstleistung anfühlt. Ich zeig dir ja mal, wie sich Höchstleistung anfühlt.
Rosberg fährt vorne weg. Jeff, kannst du jetzt mal deine Fresse halten? Ohne Spaß, der regt mich mega auf gerade. Der hat mich jetzt schon viermal angefangen mit irgendwelcher... Oh, ich dreh mich! Scheiße. Boah, es regnet aber auch echt krass. Kann mir Regen hier überhaupt nicht fahren hier. Wenn es nur um 14 geht, hat der Aber hier ist das hier was... Oh Gott. Denn? Geh weg, Junge, Verstappen, du bist zu jung. Geh weg. Nein, mein Reifen, mein linker Reifen. Was macht ihr? Ey, Wechsel! Alter, ist der verrückt! Der hat mich selber! Der hat zwei Reifen verloren! Weißt du, ich war da mit meinem Bleibreifen. Guck nach hinten, ich sehe wieder volles Karacho in mich reinrasten, so ein Irrer. Ja, geil, jetzt fahre ich hier lang mit meinen 120. Alter, ist das behindert da drin, ey. Ich glaube, alle ersten. Ah, Maldonado, lol! Aber it's rain, man. Das könnte man jetzt einspielen. 5 Sekunden Zeitstrafe. Halleluja, aber dann kriegt man Ärger mit der GEMA. Außer man auf Instrumental, da müsste ich aber egal. Wie der auch einfach weiterfährt, wa? Ich bin jetzt blöderweise noch halb reingefahren, weil ich dachte, der fährt links an mir vorbei. Ich boah, das schlittert wie. Oh Gott, ist mein Flügel kaputt? Och nee, Mama. Och nee, Mama. Ja, macht dem Verräter der Platz. Rosberg. Ja, hallo Rosberg. Zweite Runde. Jeff, mach mal Prognosen, welcher Platz ich werde. Ich komm gar nicht vorwärts. Boah, mein rechter Frontflügel ist kaputt. Damit kann man nicht fahren, außer man fährt irgendwie. Aber eigentlich geht's nicht. Warum fährt mein Auto denn so fucking langsam, ey? Das muss man einfach mal so sagen. Jetzt ist die Frage, Box oder nicht Box? Ich box den gleich. Box oder nicht Box? Das ist hier die Frage. Wann ist denn regulär Box? Wisst ihr das? Bei mir steht 15. Ach du Scheiße, ey. Aber wie ich, weißt du, ich hab Platten, guck nach hinten und ich seh wieder Ericsson volles Karacho, ja? 200, erstmal fett auf den drauf. Und verliert erstmal beide Reifen. Okay. Andi, ich glaub an dich. Na, nee, würde ich nicht. Weil, weil mein rechter Frontflügel ist Schrott und ich bin drin geblieben. Ja, nee, würde ich nicht. Ich bin draußen geblieben. Meine beste Rennrunde ist. Aber ich merk gerade, vielleicht war das nicht so intelligent. Der Master of Intelligent. Ich kann aber auch, ganz ehrlich, also der Platz ja. War ja meine Schuld. Ich kann auf Regen überhaupt nicht fahren, was ist denn hier los? Wie sind eure Platzierungen gerade? Noch 12. 19. Wo bist du gerade, Crasher? Ich kann eher so. Das hier. Oh, ja gut, dann hast du mich auch gleich überrundet. Ich habe auch einige Kollisionen mit den KI gefahren, also. Ey, Verstappen, ich ramm dich weg. Geh weg. Hallo, der überholt mich einfach. Ey, jetzt ist da noch ein Lotus-Fahrer. Wer ist das? Grosjean. Ey, ich muss in die Box, ohne Witze. Wetterbericht. Oh Gott, jetzt habe ich mich gedreht. Ach stimmt, ich kann das auch mal ausprobieren. Jeff? Wetterbericht. Das ist doch alles richtig scheiße hier. Ich muss in die Box. Gelb vor mir. Gelb vor mir, was? Ja, Wetterbericht, gelbe Knöpfe vor dir. Also, liebe Zuschauer, das lag gerade nicht an meinem Skill, sondern einfach daran, dass ich nicht fahren kann mit einem kaputten rechten vorderen von. Lag nicht an meinem Skill, ich kann einfach nicht fahren. Ja. Wenn es kaputt ist, schon. Du schaffst das. Ja, irgendwann mal der Polizeikontrolle. Das lag jetzt nicht daran, dass ich nicht fahren kann. Ich hab Perez gerade gedreht. Ups. Also hier bei Regen ist wirklich eine Qual. Aber wirklich? Ja, eigentlich geht's. Rutsche. Außer man hat ein kaputtes Auto. Ich hab einen kaputten Fahrer. Oh Gott, Perez! Perez steht total kaputt wie in der Boxeneinfahrt. Was habt ihr mit dem gemacht? Ich hab den Ausweg gedreht. Auf der Stadt. du hast ihn zerstört. Ich hab ihn nur gedreht. Ja, aber du hast ihn, glaube ich, mental zerstört. So wie der okay, gut. Zweimal wieder rückwärts. Jetzt hat mich sogar Rico überholt. Nee, hat er gar nicht. Was? Nee. Ich hab dich überholt. Ey. Aber ist über. Du hast mich ab jetzt nicht mehr überrundet. Toll, wa? Aber sogar Maldonado hat mich. Also ich hab ihn außen überholt in der letzten Kurve. Also, Maldonado, den würde ich gerne mal erreichen, Mann. Okay, ich hab eh nichts mehr zu verlieren. Ich glaube, I try a One-Stop-Generation-Taktik. One-Stop-Generation-Taktik? Obwohl, eigentlich wär's ja eh One-Stop. Egal. Dann bringt das jetzt auch nichts mehr. Ein-Stop-Generationstaktik. Ja, Andi ist ein One-Stop-Wander. Kein One-Hit-Wonder, sondern One-Stop-Wonder. Ja, darauf wollte ich hinaus.
Ja, ich muss jetzt gerade... Ich hab's nochmal erklärt. Ich hab mich seins gedreht, weil der mitten reingefahren ist. Alter, die fahren alle rein, ey, das Brücke, ey. Was machst du denn auch? Ich überhol die außen, die fahren... Alter, was macht Mary denn da, ey? Der fährt wie Mehl. Lass den doch Platz. Oh, oh, oh. Ein Außenüberholen ist immer noch ein bisschen gefährlich. Noch eine 3-Sekunden-Zeitstrafe. Ja, aber der hat aber vorab abgerissen, wir schon an dem vorbei gewesen, dann zieht er rein erst. Ja. Mann, ist Überholen nicht gefährlich. Was macht Saints denn da? Ja, der fährt ein bisschen Auto, lass den doch. Alter, ohne Spaß. Oh Gott, ich dreh mich. Weißt du, nicht. Du darfst niemals hinter Striker herfahren. Da steht einfach jede Runde, jede Kurve, irgendwo ein Auto einfach nicht direkt so vor dir. Ohne Spaß. Die standen jetzt beide mal einfach mitten quer in der Kurve. Kann ich doch nichts zu. Jetzt ist so hier Meli wieder vor mir. Ja, weil der ja, vielleicht fährst du einfach scheiße. Ich fahr also du hast schon Paris zerstört und die Sache ist einfach, ich bin außen schon an denen vorbei. Die ey, warum? Halt, ich verstehe das nicht. Mein Auto ist ganz und das ist komisch. Ich zieh doch ja, mal Rico kommt näher. Das kann eigentlich nicht sein. Ne? Natürlich kann das nein, sein. Nein, das kann nicht sein. Mercedes. Ja, aber der Rosberg hat schon 40 es regnet. Was? Was? Du bist Schummeln. Also Schummeln. Ich bin Schummeln. Ich fahr ja ganz normal Auto. Ich oh weiß Mann, nicht, was diese Kollege kriegt nie geschissen. Ich, Alter, ich bin der Driftmaster 3000. Echt? Wie viel kostet der denn? Ich bin der Driftmaster 3000. Ja. Wie viel kostet der denn? Ja. Ich? 50 Alter, Cent. Der Rosberg ist 14 Sekunden vor mir. Was machst du, Rico? Ich fahre Auto. Yoga. Na gut. Ja, ey, ich schlittere Ausweich. Hier nur. Irgendwas stimmt damit. Ob, oh, ich glaube. Was denkst du denn? Natürlich schlitter ich auch. Jeder schlittert hier. Was für eine Autoeinstellung habt ihr? Ich glaube, ich habe ganz nach rechts. Wollte ich gar nicht einstellen bei mir. Ich glaube, ich habe gar nichts eingestellt. Nicht dann seid ihr in der Mitte. Das ist gut vor. Geht ja auch nicht, weil wir hatten ja direkt drin. Stimmt sogar. Dann haben wir alle gleich. Erstmal Steven zu überholen, obwohl ich blaue Flagge hatte. Kommt bei denen immer gut an. Ja, fahr doch auch, du Hüb, ey. Hüb Stevens. Hey, hier ist Chef. Die Null muss stehen. Ja, merke ich bei dem. Ja. In der KMA-Anzeige. Für eine Null muss stehen, zeige ich dem ja, auch. Das ist der neue Trainer von Hoffenheim. Und der spielt sehr defensiv, der Trainer. Der 100 Trainer bei Schalke. Pro Runde etwa eine Sekunde schneller als Maldonado. Finde ich, so ich verstehe das nicht. Ich habe das Gefühl, Rico kommt... Die ganze Zeit näher ran. Ja, ja. Rico, das ist das stärkste Auto im ganzen ja, Fall. Aber das ist, trotzdem so. Irgendwie. Ich dachte, du hast so Probleme mit dem Regen. Meine Zeiten sind schneller, eine Sekunde schneller als du deine. Als du deine? Sorry. Musst mich entscheiden für einen Satzbau. Ja, ich hab den ersten. Hast genommen. Du nicht schnell genug hinbekommen, ne? Ja. Alter, Vater, meines ist ja auch perfekt für Leute, die Formel-1-Fans sind. Die echte Formel 1 ist jetzt vorbei. Und jetzt können die uns gucken. Also eigentlich time-managementhaftig super. Oh. Ich hätte mich, glaube ich, mehr auf Fahren anstatt auf ihn konzentrieren sollen. Wie die Rennleitung pumpt mir eine Strafe auf. Fahrer vor mir. So, Maldonado, ich hab nichts gemacht. Maldonado ist 50 Sekunden vor mir. 20 Minuten, sagt er bei mir noch. Gut, damit, okay. Was, echt? Wetterbericht. Am Arschblaue Flagge, der ist 50 Meter hinter mir. Ja, mindestens 20 Minuten stark. Seidel, bist du gerade durch die DRS-Zone gefahren? Hallo? Seidel? Was? Communication, bist du gerade durch die DRS-Zone gefahren? Kächen? Also durch den DRS-Messpunkt, wo bist du gerade? Ich bin jetzt Startziel. Ja, dann doch, dann bist du gerade eben doch durch den DRS-Messpunkt gefahren. Da war ein DRS? Achso, ja, Messpunkt. Ja. Okay. Das heißt, ich bin gar nicht so weit von dir weg. Was hast du gemacht? Ich bin immer noch. Die haben mich alle überrundet. Was hast du gemacht? Ja, das würde mich jetzt mal gerne interessieren. Maldonado hat gemacht. Danach habe ich mir nochmal. Als ich dann in der Box war, bin ich dann in der zweiten Runde, habe ich mir Platten geholt und dann ist Eriks nochmal. Kamikaze voll auf mich drauf gefahren, aber es ist sowas von idiotisch. Aber im Moment ich kann ich in den Abstand halten. Du siehst für den Rico. Tod anfliegen. Ja, weil ich gerade scheiße war. Der Tod hat einen Namen, wa? Ja. Ich glaube, ich kann es sogar noch in die Punkte schaffen. Ich meine, vor mir ist hier so ein Kolamsch an mehreren Fahrern. Und wenn ich die überhole... Ich halte die ein bisschen auf für dich. Das ist gut. Aber wenn Rico kommt, bitte wieder Gas geben.
Ja, den kann ich auch aufhalten, nein. Obwohl, den musst du ja vorbeilassen. So ja, aber ich kann hier ein bisschen... Aber das steht ja, ich meine, dreimal Schauflage kann man machen. Die kriegst du von alleine, Alter. Die fahren so langsam. Ich fahr den weg. Wieso muss er mich vorbeilassen? Ja, weil du ihn überrundest. Ne? Oh Gott. Nee. Doch. Mich überrundest du. Doch? Ja. Ey, du Wichser! Was ist passiert? Ich hab nur auf der Minimap, glaube ich, kurz den gelben Punkt noch ein bisschen Abflug machen sehen, aber das war's dann auch schon. Da das war Neri. Nee. Dieser Hallo? Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich selbst schuld war. Aber ich weiß. Weiß ich das nicht. Das werden wir ja dann aber prüfen. Audacity hat Übersteuerung angezeigt. Boah, Meri, ey, du kannst nicht fahren. Es gibt einen Grund, warum du nicht mehr in der Formel 1 jetzt der fährt sogar in die Box langsam. Jetzt geht weg, Junge. Andi, aggressiv. Ja, ich war wieder auf dem Kurs, in die Punkte zu fahren. Und dann ist alles zerstört. Weißt du, was gemacht hast? Weißt du, von Platz 8 auf 4 vorgefahren, auf einmal kommt da so ein Irrer in dich reingerast. Vielleicht bist du einfach falsch gefahren. Ich bin wirklich nicht falsch gefahren. Ja, ich muss auch sagen, ich bin von der Strecke abgekommen und einfach wieder auf die Strecke draufgefahren, aber so... Ich meine, ein Meri, wenn da ein Ferrari kommt, dann hat ein Männer gefälligst Platz zu machen. Ne? Ja, natürlich. Ja, hallo? Ja, du kannst trotzdem ohne Ferrari würde es Männer gar nicht mehr geben. Also, sollen wir ein bisschen Dankeschön zeigen. Männer? Ohne Ferrari gibt es Männer nicht. Nur Frauen. Andi ist verwirrt. Weil ohne die Motoren, Ferrari Männer geschenkt hat, hätten die vor 2015 nicht mitfahren können. Hey, ich hab mal den Namen gefunden. Ja, hau den weg! Am Arsch, ich bin Zweiter. Nein, aber dass die KI eine Macke hat, habe ich ja wirklich an Ericsson gesehen. Ich weiß nicht, was Maldonado gemacht hat. Vielleicht hat er sich einfach verbremst. Aber Ericsson, das war eine fucking Gerade. Ja, und du bist auf einmal langsamer geworden und dann ist er nicht reingekracht. Aber schon seit 20 Sekunden fahre ich da mit 120. Ja gut, aber das ist auch Ericsson. Ja, Meri. Ich bin so überrascht worden. Meri, Maldonado, Ericsson. Ich meine, es regnet, es ist nass. Ja, aber bei den hinteren, ja, aber die hinteren Fahrer, die sind nicht unbedingt Topfahrer. Viele von denen kaufen sich auch einfach die Formel 1 ein. Ja, zum Beispiel Maldonado ist nur noch da, weil er 40 Millionen bringt. Ja, nicht das. So richtig abwerten. Ja, nicht das. Ich hab Andi gar nicht zugehört, weil ich von Strikers Aussage so verwirrt war. Das Rosberg ich bin gerade einmal gerade ausgefallen. Hä? Ich verstehe das nicht. Ich war jetzt schon dreimal in der Box und ich bin auch 16. Was habt ihr gemacht mit den Autos? Mit den anderen? Also Ericsson. Oh! 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 Oh? Paris, ich hab mich gerade bei Paris hinten dran gehangen. Nein, aber Ericsson hat sich wie gesagt selber komplett, also wirklich sowas verflucht. Ich glaube, es wird heller. Ja, ein bisschen. Heller von Sinn. Es wird heller von Sinn. Rosberg ist 13 Sekunden vor mir, ich komme nicht an den Rand, an den Kerl. Schön, dass du gelacht hast. Bitteschön. Oh! Rosberg. Was, warum haben die meinen Boxenstopp vorgezogen? Sag mal, wann du vorbei willst. Ja, ne? Du musst ja nicht rein. Fahren. Ja, meine Reifen sind aber gelb. Oh, ja, ich fahr mal gerade aus. Ja, dann sei doch froh, dass sie nicht vorgezogen haben. Das ist dann das Problem. Try me! Ey, habt ihr vielleicht gerade noch jemand anders mitgenommen? Wer war gerade hinter dir? Ich weiß es nicht mehr. Hat ja zufälligerweise keine linke Seite mehr. So komplett. Du, da war eine Taube. Was? Also, oh, ich kenne mich schon wieder wie so ein Affe. Leute, auch wenn das jetzt hier nicht so aussieht, liebe Zuschauer, wir wollen wirklich realistisch fahren. Es ist aber im Regen wirklich nicht mit. Ohne Spaß, guckt euch das bei Andi an. Ich habe das Rennen, als wir das einmal gefahren sind, gewonnen, aber bei Regen ist das ja echt krass. Wie ich mich hier teilweise was hast drehe du und wenn das Auto. Das Rennen hier. Ach so. Was hast du gemacht? Ja, das Testrennen. Ja, da hat es auch nicht geregnet. Ja, eben.
Aber ich bin in das Spiel noch nie im Regen. Und da 2014 ist ging das eigentlich mir, voll bei klar, mir, glaube ich, der Reifen geplatzt. Glaube ich. Ich habe teilweise auch das Gefühl, dass die Regenflecken hier wie Öl aussehen. Also die sind so bläulich. Zumindest nach der ersten Kurve. Ja, so regenbogenhaftig bläulich, wenn da so Licht drauf fällt. Hast du schon mal Öl gesehen? Es ist doch so ein Blau-Regen... Eher schwarz. Ja, aber das... Guck mal... Muss nicht schwarz sein. Guck mal, wenn du... Blau? In der... Nach, so, nach, wenn du nach der Startzielgeraden die erste Kurve rechts. Alter! Das wäre witzig, wenn Olivenöl schwarz wäre. Alles Öl ist schwarz, Rapsöl. Das habe ich nicht gesagt, das habe ich schon wieder gedreht, weil ich so aufgeregt habe. Dann stell dir mal vor, du mischst in Rapsöl blaue Farbe. Ja, das ist blau. Stell dir mal vor, du brätst in Olivenöl irgendwas an. Das ist dann schwarz. Boah, lecker. Nun gut. Dann ist das Schnitzel schwarz. Boah, ich war voll dumm. Ich hätte was in den Backofen schieben können, während wir fahren. Dann hätte ich nach dem Rennen was zu essen gehabt. Na, egal. Das Rennen dauert eine Stunde. Ja, dann hätte ich ein Fischfilet reinpacken können. Fisch. Und hätte dann... Wetterbericht. Danach was zu essen können. Fischfilet und Wetterbericht. 15 Minuten. Das kann man so Rap machen. Oder so. Fisch. Ja, Rap. Was macht der da? Hallo? Andi, du kennst dich ja auch mit Rap. Ja. Nee, eigentlich nicht. Wir müssen jetzt, können wir uns mal ein bisschen über die Bestrafung unterhalten. Andi könnte auch einen Rap machen. Nee, jetzt, kann ich echt nicht. Jetzt, wo drei von vier Fahrrad komplett raus sind. Was ist schlimmer für dich, ein Rap oder ein Horror-Let's Play? Ja, dann mach ich lieber ein Rap, aber ich meine, der schadet mir ja nicht. Ich hab doch schon mal gerappt, also insofern. Aber ich kann's auch nicht. Du kannst auch nicht singen und hast es trotzdem gemacht. Ja, wie gesagt, ich das schadet mir nicht. Mhm. Andi hat mich gerade zum zweiten Mal überrundet. Ja, von dir gibt's ja auch Videos im Internet. Die aber entfernt wurden auf meinen Wunsch. Ey, Crash, was hinter dir war? Sind jetzt weg. Die wurden nee, entfernt. Das ist ihr meint doch die, wo ich singe, oder? Ja. Ja, die sind weg. Wie sind die denn? Ja, weg. Hast du bei YouTube angerufen? Nein, ich habe eine Urheberrechtsbeschwerde wegen meiner Stimme gemacht. Und die sind jetzt weg. Hat funktioniert. Nur weil du 2000 Abonnenten hast, das finde ich jetzt unfair. Eben. Ich claim jetzt alle. Ja, wie, warum ich 2000? Ist ja wirklich meine Stimme. Wie, nur weil ich 2000 Abonnenten. Ist ja wirklich so. Ja, trotzdem. Ich hab das vielleicht auch schon mal bei einem Video gemacht und wurde trotzdem nicht entfernt. Ja, keine Ahnung. Weil das sind zwei Videos, die will ich wirklich nicht. Weiß ich nicht. Die Sache ist ja die. Über den Lehrer, den ich da singe, der könnte das ja auch finden. Und das ist dann ein bisschen kritisch. Warum nicht gerade schneller als du, Striker? Weil meine Reifen komplett orange sind. Und Rostberg wäre einfach trotzdem davor. Aber ich habe Angst, dass ich dir. Aber den Hubble-Song gibt's, glaube ich, immer noch. Boxen also ich hätte jetzt, wäre das jetzt ein richtiges Rennen gewesen, hätte ich dich voll überholen können. Ich muss mir mal ein bisschen Erfolg, musst du mir mal lassen. Hätte ich auch dann durchgelassen, Michael. Oh Gott. Mit Abbremsen funktioniert aber auch nicht so gut. Sobald du irgendwie abbremst, ist das Auto komplett weg. Bisschen Erfolg muss sein. Tschüss. Wollte Jeff noch sagen, dass er Regenreifen trocken machen soll? Mein Benzin steht bei 0,47. 0,48. Ah, wird schon klappen. Ja, es ist ja gut. Also, du hast fast eine ganze Runde plus. Ja. Ja, 0,7 Runde plus. Außer da steht ein Minus. Da steht ein Minus davor. Ja, dann nicht. Aber das musst du dazu sagen. Ich hab minus 0,48 gesagt. Nee. Nee. Doch. Seht ihr meine Aufnahme? Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich mein TS-Ding in der so ultra hochstellen muss. Ja, musst du lauter reden. So ein Riesenpegel da an. Ja, ich rede ja sonst immer so leise. Riesenpenis? Pegel! Die Hose habe ich hier noch nicht aufgemacht. Spiegel Webcam. Wetterbericht. Nochmal Boxenstopp. Alles klar. Das Gute ist, die Oma ist recht schwerhörig, was bedeutet, ich kann eigentlich laut sein. Regenreifen ist angekommen. Regenreifen. Warum benutzt ihr dieses komische Sprachding oder warum redet ihr die ganze Zeit? Benutzt ihr das echt? Ja, natürlich. Jeff, okay. Willst du mich heiraten? Wenn du in die Box musst, außer Plan. Ja, dann stelle ich das einfach kurz mit den Pfeiltasten ein. Was ist denn jetzt? Gelbe Flagge, es ist alles gelb. Es ist ganz nützlich, wenn du außerplanmäßig in die Box musst. Dann drücke ich kurz Pfeiltaste und ist gut.
Ja, dann, dann... Okay, ja, Jeff? Danke, Chef. Darf ich dir eine reinhauen? Wenn du dann sagst, Boxenstopp... ist angekommen, bestätige. großartig. Ja, nein, der Jeff ist schon sympathisch. Ja, nicht, sympathisch, dass du jetzt eingestellt hast, Boxenstopp und weiche Reifen. Das ist dir, glaube ich, egal, da wo ich rumfahre. Wo ich nochmal ansetzen wollte, wenn du sagst, Boxenstopp, bei einem außerplanmäßigen Stopp, und der sagt, ja, okay, dann zeigt er dir auch an, wo die Boxeneinfahrt ist. Ja, gut, Linie. Das weiß ich bei jeder Formel 1 Strecke von daher. Ja, mein Reifen ist schon wieder platt. Ja, manchmal weiß man es halt nicht. Ja, kommt drauf an, wie. Du hast einen platten vorne links, sag es nicht. Bin mir fast nie aufgefallen. Und du kannst sagen, ob der Flügel gewechselt werden soll. Der Frontflügel, ja gut. Ja, wenn der Heckflügel. Das darf man gar nicht. Das darf man gar nicht im Rennen. Darf man wirklich nicht. Aber okay, man darf. Du darfst zumindest, wenn was kaputt ist, es wegmachen, aber. Okay, ich glaube, ihr habt gerade versucht, mich, egal. Ja. Das war Ironie. Wer fährt da gerade hinter mir? Ey, wer schreibt mich denn da an? Striker, warum hast du mir an mich. Hast du mir gerade geschrieben? So, erstmal gegen die Wand fahren. Ich über das Schreiben nicht fahren. Ja, weiß ich nicht, bei Steam ist gerade Striker aufgebloppt rechts. Blob. Ja, Blobby wackelt. Ich scheiße langsam, ey. Jeff? Der gibt einem wirklich nützliche Tipps. Mhm. Wenn man sagt, Fahrer vor mir, dann sagt der alle Infos. Ja, gut. Jeff, mein Auto ist schon wieder rot und ich bin schon in der Box gewesen gerade. Jeff, bist du dumm? Jetzt zeig ich das Rot einfach, dass du Abnutzung am Auto hast, einfach nur.